Ich hatte einen Freund, der wollte also unbedingt reiten lernen. Und zu Reitanfängern war Geronimo immer toll. Und der hatte dann so 20 Stunden und wir sind dann auch schon ausgeritten, war auch schon ganz okay. Und eines Tages sagt er zu mir, nee, jetzt will ich auch ohne Sattel reiten, weil ich bin meistens ohne Sattel geritten. Und dann habe ich gesagt, du, aber Geronimo ohne Sattel, weil der war so breit, war ja ein holländischer Knabber, also wie so ein Halbkaltblut. Habe ich gesagt, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Nein, das will ich unbedingt. Ich sage, gut, das Menschenwille ist ein Himmelreich. Und wir sind also in einer großen Gruppe ausgeritten und wir kamen auf so ein abgeerntetes Stoppelfeld. Wir durften von den Bauern da drüber donnern. Und die andere Gruppe sofort, oh, jehu! Und wusch, weg waren sie, alles Westernreiter. Und wir ohne Sattel. Ich sage zu dem, du, also du bist noch nie ohne Sattel geritten. Also ich finde es jetzt nicht eine tolle Idee. Lass uns weiter bitte im Schritt reiten, bis du dich daran gewöhnt hast. Aber ich will jetzt hier keinen Galopp mit dir veranstalten. Nein, unbedingt, er will das. Na gut. Ich sage, mach's nicht. Ehrlich nicht. Du bist verrückt, wenn du es machst. Weiter kam ich gar nicht mehr. Da hat der dem Geronimo schon eine reingedrückt. Und Geronimo, nö, haha. Anstelle, dass er in die Richtung ging, ging er in die Richtung. Also der Buckel war von ihm wie bei einer Katze. Er sprang hoch, machte diesen Buckel. Mein Bekannter flog nach oben. Geronimo war inzwischen wieder unten angekommen. Dann beschloss Geronimo nochmal in die Luft zu springen. Da setzte sich aufgrund der Erdanziehungskraft mein Bekannter auf dem Weg nach unten in Bewegung und die beiden trafen sich genau hier. Dann machte mein Bekannter nochmal so. Geronimo blieb unten stehen, denn er hatte das erreicht, was er wollte. Und mein Bekannter flog so auf den Boden und blieb liegen. Denn bei der entgegengesetzten Bewegung war er auf die Kruppe des Pferdes mit seinem allerbesten Teilchen gekommen und war jetzt leider bewusstlos vor Schmerzen. Wir Frauen können das nicht so ganz nachempfinden, aber es muss wirklich grusig gewesen sein. Er war ohnmächtig. So, jetzt schrie ich um Hilfe, die anderen kamen zurück, man umringte ihn und jetzt die Gesichter der Männer. Unbezahlbar, echt. Oh mein Gott, das ist der schlimmste Unfall, den man, oh mein Gott. Dann sagte einer, er kam jetzt wieder zu sich, jammerte und also einer sagte sofort zum Arzt, aber sofort, also einer von der Truppe setzte sich aufs Pferd und galoppierte also zurück zum Stall, um ein Auto zu holen. Und der schrie nur und schrie immer nur, zieh mir die Hose aus, zieh mir die Hose aus, zieh mir die Hose aus. Ich sagte, ich werde die Hose aus. Also gut, wir versuchten, die Hose runterzukriegen, war überhaupt gar keine Chance. Daraufhin sagte einer, du, ich habe immer so ein Besteck dabei, so Notfallbesteck, ich kann das aufschneiden. Also er schnitt die Hose am Oberschenkel bis oben hoch, wir klappten das auseinander. Kinder, Kinder, Kinder. Das war wie ein Hefeteig, der auseinandergeht. Also, ich muss jetzt lachen, es war wirklich schlimm. Also als wir da rumstanden, einige, guck mal, also, ja, es ist schrecklich, aber wer den Schaden hat. Wir konnten zusehen, das ging auf wie ein Brötchen. Beide, also die waren dunkel, also die verfärbten sich jetzt auch. Also an die Hose anziehen war gar nicht zu denken. Die wurden immer größer. Auf jeden Fall kam dann das Auto endlich. Wir haben den da hinten reingepackt. Also drei Leute sind mitgefahren. Einer hat sein Händchen gehalten und der schrie immer nur und der schrie immer nur. Und wir kamen im Krankenhaus an, Notstation. Und wir hatten ihm einen Trenchcoat angezogen, weil der hatte ja nun gar keine Hose an. Und wir mussten den stützen. Der konnte auch nicht sitzen. Es ging gar nichts mehr. Und wir mussten den stützen. Und der hat, also, und dann sind wir sofort dann zu dem Arzt und haben gesagt, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Es ist ein riesiger Notfall. Ja, was ist denn passiert? Mein Gott, Herrgott, immer. Smurfsches Law. Das scheiß Wartezimmer war voll. Voll, voll, voll. Ich sage, mir hat die Eier geprellt. Sag, bitte. Ich sage, eine Hodenverletzung. Sie müssen schon lauter sprechen. Ich sage, der hat geprellte Eier. Das ganze Wartezimmer starrte sofort zu dem. Hat das Gott sei Dank nicht so mitgekriegt. Dann sagte der, zeigen Sie erst mal. Also wir haben den da hingestellt, wir haben den Trenchcoat aufgemacht. Die guckte da runter und oh, oh mein Gott, das ist ja unglaublich. Dann sagte einer aus dem Badezimmer, drehen Sie mal um, wir wollen auch gucken, drehen Sie mal um.
Haben wir natürlich nicht gemacht. Auf jeden Fall, die hat sofort einen Arzt gerufen, die kam an. Ja, Wahnsinn, das haben wir ja noch nie gesehen. Es ist ja unglaublich. Ruf mal bei den anderen Stationen an, dass die sich das anschauen. Das ist ja unglaublich. Ich meinte, es war inzwischen echt so. Beide. Wahnsinn. So, dann haben sie den ins Zimmer gebracht. Ich glaube, dann haben sie ihn punktiert und Eis kam dann drauf für die nächsten 2 Wochen, glaube ich. Es war ganz, ganz schlimm. Der ist übrigens bis heute nicht zeugungsfähig, gell? Ich glaube, er wollte auch nie Kinder, aber trotzdem, also ganz schlimm. Es war ein richtig fieser, fieser Unfall. Er wollte das. Ich hatte, ja, ich hätte es wirklich, aber er ist ja einfach losgaloppiert. Er hat es aber verziehen. Er hat dann später auch herzhaft darüber lachen müssen. Und er sagte, weißt du, was das Tolle ist? Egal, wann ich jetzt ins Krankenhaus komme, ich komme sofort als Erster dran. Die sind so toll mit mir. Die erkennen mich auch alle. Ich sage, naja, ob das jetzt so toll ist, dass man sich das wünscht, weiß ich jetzt nicht. Aber Geronimo hatte es echt drauf. Er war auch bei allen Turnierleuten wahnsinnig beliebt, weil er war wirklich ein hochintelligentes Pferd. Ja, und dann bin ich eines Tages mit einem Bekannten ausgeritten durch unsere bayerischen Wälder. Und wir kamen an, wir sind einen Weg gegangen, den wir noch nie geritten waren. Und wir bogen um die Ecke auf so einem kleinen Pfad. Und was sahen wir? Ein Haschischfeld, ein Cannabisfeld, tief versteckt in den bayerischen Wäldern. Dann habe ich gedacht, wow, toll. Und mein Freund sagte sofort, ich habe Satteltaschen, wir werden das jetzt erstmal hier ab, wir werden jetzt mal für ein eigenes. Ich sagte, du, das kann aber auch genauso gut medizinisches Cannabis sein oder für Hanfherstellung, sonst irgendwas. Du weißt ja gar nicht, ob das Zeug wirkt. Sagt er, ja, wer es nicht probiert, weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er eingesammelt. Wir haben die Pferde angebunden. Ja, wie war das nochmal mit den Knoten lösen? Wir kamen zurück, mein Pferd war weg. Der hatte sich eine Schneise durch das gesamte Haschischfeld gefressen. Mein Bekannter hat sich totgelacht. Der sagt, na, das wird was werden. Dann werden wir ja feststellen, ob das Zeug jetzt nur für medizinischen Gebrauch ist oder ob das richtig was bewirkt. Ich fand es nicht so witzig. Also wir sind aufgestiegen und sind gegangen und plötzlich sehe ich, wie die Ohren meines Pferdes so nach unten hängen. Da sehen die ja sowas von bescheuert aus. Und dann plötzlich fing an, die Zunge rauszuhängen. Die haben ja so riesige Lappen. Und dann machte der immer, zuckt die Zunge wieder drin. Dann hing die Zunge wieder raus. Die Zunge war wieder drin. Ich sage, du, pass auf, das ist jetzt aber seltsam. Dann fing er an zu pfürzen wie ein Verrückter. Und zu rülpsen. Na, das klang vielleicht. Also es ging so, Ohren hingen so runter, Kopf wurde immer schwerer, Zunge raus. Und dann hinten. Und dann sagte mein Freund, du, jetzt wird's kritisch. Ich würde absteigen, weil jetzt fing er nämlich auch an zu schwanken. Ich bin also abgestiegen, habe ich mit Tierarzt angerufen und habe gesagt, komm sofort zum Ding, mein Pferd hat sich durch ein Haschischfeld gefressen. Was sagt er als erstes? Wo ist das Haschischfeld? Ich sage, Herrgott nochmal, Peter, komm jetzt sofort, bitte, 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 das ist ganz dringend. Gut, also wir kamen am Stall an, ich bin gelaufen, das Pferd schwank, 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 schwank. So ungefähr 200 Meter vom Stall reißt er sich los, ist losgaloppiert, durchs Gatter durch, der hat nicht mal gestoppt, das zerbrach in 1000 Teile, ran an die Tränke und hat gesoffen wie ein Verrückter. Mein Tierarzt hat das Ganze gefilmt, sagt, das ist toll, das ist mein erstes bekifftes Pferd, das ist gigantisch, das muss ich anmelden, das ist gigantisch. So, wir beobachten, ich sage, man, tu was. Er sagt, ja, was soll ich denn tun? Ich habe keine Ahnung, was man bei bekifften Pferden tut. Ich sage, na, hör mal zu, du musst doch irgendwas tun können. Nein, dann lehnte er sich plötzlich an die Wand, so richtig wie bei Cat Baloo, so die Beine übereinander, und dann fing er an, ganz langsam abzurutschen, mit Sattel. Und daraufhin sagte er, das darf jetzt nicht passieren. Also wir sprangen unter ihn und haben ihn auf die andere Seite geschmissen. Und da lag er dann, selig, muss ich wirklich sagen. Dann haben wir eine 2-Stunden-Wache gehalten, bis er wieder einigermaßen fit war. Und dann stand, er war ein Drogi, ein echter Drogi. Das muss ich aber mal sagen, er war ein Drogen, also richtiges Drogenpferd. Er soff Bier wie verrückt, wenn man es ihm gab. Das ist ja nicht so ungesund, vor allem Schwarzbier. Und wie gesagt, also er war so weit, es war nachher was wirklich lustig, aber ich hatte, als es passierte, so richtig Angst um ihn. Ja, Geronimo, er starb dann später an einer Kolik.
konnte man leider nichts machen. Er wurde gar nicht so sehr alt, aber er war ein tolles, tolles, tolles Pferd. Und ich erinnere mich gerne an ihn. Er war so richtig mein Buddy. Das war's mit Pferdegeschichten. Tschüss.